YouTube und willkommen bei diesem Video. Heute wollte ich ein Putzvideo machen und beim Putzen ist sehr wichtig, wenn man nicht putzen tut, nicht den ganzen Tag Mold oder so erlangen, dann kann es halt das Bakterien sich so ansammeln, dann da jemand Schimmel kommt und das müsste keiner. Ich müsste das auch nicht. Bei Putzen braucht man viele Dinge. Zum Beispiel das hier. Das hier. Also das ist zum Fenster machen. Hiep. 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 Und jetzt muss man das so mit das mit Glasreiniger machen. Ah. Das etwas so einsprühen. Und dann, wenn man das hat, so eingesprüht, dann muss man das wischi-wischi machen. Und dann so machen. Ist man das immer so hui, hui, hui. Ist jedenfalls immer. Dann kommt dran der Schreibtisch, der Fernseher, wie man hat, oder Laminat, PVC oder sonst was. Ich habe zum Beispiel PVC, andere haben Laminat, zum Beispiel meine Mutter, oder andere Marmor, ja, und da braucht man warmes Wasser, ein Putzeimer, egal welche Farbe. Höchstens bis 10 Liter Eimer. Man muss 10 Liter lauwarmes, warte, 10 Liter Wasser Eimer haben. Muss man da lauwarmes, so 5 Liter lauwarmes Wasser machen. Dann muss man so ein Putzmittel nehmen. So ein Putzmittel schön. Das hilft ganz, ganz gut. Und da ist so ein Allzweckreiniger Ozean. So ein Liter. Und da muss man, wartet mal, da muss man die Verschluss hier öffnen. Wie ist jetzt? Da muss man das bis der Hälfte füllen. Naja, ist ein paar Zentimeter mehr. So bis zur Hälfte füllen. Und dann in ein was. Diesen lauwarmen Wasser schütten und dann mit einem Lappen, so ein Putzlappen, Putzlappen, von kein normales Lappen, Putzwasser, versteht ihr, Putzwasser. Und dann könnt ihr Laminat, PVC, Marmor, Stein, sonst was sauber machen, könnt ihr Schreibtisch, Monitor, Fernseher, all mögliche putzen, bisschen nass, aber egal, wie tut das sauber, egal. Und dann sieht das richtig, richtig sauber aus. Da könnt ihr Bilder machen. Hui, hui. Vorher und nachher Vergleich. Vorher sieht das scheiße aus und nachher richtig sauber. Heutzutage kennt keiner das sauber mehr. Aber Sauberkeit ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wenn man keine Sauber macht, macht man auch nichts richtig. Dann bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Und Sauberkeit.